Open Air Frauenfeld 2016. Sido ist da und voll früh heute schon. Ich habe dich vorhin schon irgendwie so um 1:30 oder so hier rumspringen sehen. Ja, aber spielst du erst heute Abend um 9. Was macht man so früh schon da? Ich mag das, auf Festivals rumzuhängen. Backstage. Mit den Menschen, die man sonst so nicht trifft. Ich finde, die heute hier sind ziemlich... Ich wäre vielleicht lieber gestern da gewesen. Gestern waren so ein paar Leute, die ich auch kenne. Nee, Leute, die ich kenne. Okay, ja. So, also persönlich, ja, privat kenne, mit denen auch rumhängen. Dann ist so, die, man trifft die ja so selten auf so einem Haufen. Ich gehe nicht so gerne weg. Das ist für mich so eine Möglichkeit, so Leute zu treffen, rumzuhängen. Ja. Heute habe ich die ganze Familie bei und so. Ne? Wo warst du gestern? Ich war gestern zu Hause. Ja, dann hättest du doch kommen können. Du darfst doch, also wenn Sido am Freitagabend kommen möchte, darf er doch vorbeischauen, oder? Ja, nee, aber nee, ich denke, also nee, ich musste auch schon zu tun haben, sonst gehe ich ja nicht hin. Das ist Unsinn. Ja, naja gut, 50 live zu sehen, war auch eine nette Show. Ich habe einige Male live gesehen. Ich habe gehört, die Kritik war groß. Ernsthaft? Was deine Show betraf. Wie fandst du die denn? Ich habe nicht so viel mitbekommen. Ich musste hier Interviews machen und so. Ach so, aber was hast du denn gehört so von der Show bis jetzt? Bisher eigentlich viel Gutes, aber das waren auch viele so Leute, die so gesagt haben, ach ja, 50 geil, mal live gesehen, weißt du? Ja. Irgendwie. Aber ich fand's ganz nett, aber klar, ich habe das letzte Mal so richtig live, glaube ich, vor 10 Jahren gesehen, G-Unit-Tour, das war halt irgendwie war bestimmt dieselbe Show, ne? Ja, er hat halt 2 Songs gespielt, diesmal halt 3. So ähnlich. Nee, du hast schon gesagt, mit Family bist du irgendwie am Start, also die nimmst dann auch schon so komplett mit zum Festival irgendwie, oder? Ja, überall, auf Tour, überall. Ne? Cool, auf jeden Fall. Ja, was können wir heute Abend erwarten von der Show? Ist da auch viel neues Zeug schon wieder dabei? Mein Album kommt erst im November raus, also... Nee, nur den einen Song, den man kennt. Hamdullah halt. Nur Hamdullah. Hamdullah. Aber den spiele ich heute aber, tatsächlich. Das zweite Mal live. Ja? Ja, macht mir auch voll Spaß. Aber wie ist es, wenn du so einen Song das zweite Mal live spielst, ist es, dann musst du da nochmal so selber in die Lyrics reinschauen, dass das auch alles klappt? Oder hast du den jetzt schon so 100.000 Mal selber gehört und was weiß ich was? Nee, es gibt einen anderen Song, den ich nochmal raufkriegen muss. Ich spiele einen Song mit Genetik heute. Jetzt kann ich es ja sagen, das kommt ja nicht direkt. Cool. Ich kann es ja jetzt schon sagen. Ja, ne? Ja, klar. Ich spiele einen Song mit Genetik bei mir in der Show und den muss ich nochmal raufkriegen. Welcher ist es? Maskerade von meinem letzten Album. Oh, okay, aber da fehlt ja dann noch, da fehlt Masi, ne? Fehlt noch. Ja, das ist da, aber dann spielen wir, das reicht schon. Ja. Cool auf jeden Fall. Hey, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich will dich gar nicht so lange aufhalten, Mann, mit Family hier und genieße es auf jeden Fall. Ich entspanne mich. Ja, definitiv. Du hast ja das Trinken umgekippt. Wir haben den Drink umgeschüttet, Mann. Film mal den Drink. Mist. War er. Übrigens, blauer Teppich hier. Ja. Damit die Art legen. Damit die Farbe von meinem Gemütszustand schon mal dem Teppich entspricht. Ne? Oh, so früh schon? Oder es hat mit Red Bull zu tun. Könnte auch sein. Mit einem der vielen Energy Drinks, die es auf dem Markt gibt. Dank dir, Sido. Haut rein. Das Ding.